So Leute, willkommen zurück zu Willkommen zurück zum Lego bauen mit Sergeant Spider-Kill. Ja, was machen wir heute? Heute legen wir die Grundplattform fest, das heißt folgendermaßen, wir searchen uns alle Platten raus, also die Grundplatten, und fangen dann an, das Gebäude schon mal ein bisschen aufrecht zu bauen. Dazu brauchen wir sowas hier. Genau, und die Grundplattform werde ich separat jetzt so gesagt. Also alle Lego-Videos sind in HD. Also es könnte mit dem Hochladen ein bisschen dauern. Nur als Information. So, und wir wollen natürlich auch denn erstmal eine grundlegende Plattform erstellen. Wie sollen so die Plattform aussehen? Am besten wir machen ein großes Quadrat. Ja. Natürlich jetzt auch, weil ich irgendwie wieder Schlafstörungen habe. Ich wieso nicht, warum. Aber ist auch erstmal egal. Noch ein Radiergummi. Ja, so sieht's aus. Also, wie sieht denn so eine grundlegende Plattform aus bei der Käfer? Beantwortet euch das mal. Okay, dann beantworte ich das eben. Mit ein bisschen Geduld wird das nachher schon mal werden. Ja. Wenn man schon mal Geduld reden tut. So. Dann müssen wir als allererstes erstmal das Lego ein bisschen so zur Seite schieben, dass wir Platz für die Plattform haben. Du redest immer noch Minecraft-Sprache, Spider-K. Kannst du nicht mal Lego-Sprache reden? Tja, wenn es einfach Lego-Sprache geben würde, liebe Leute. Wenn es jetzt so einfach geben würde. Nicht wahr? Ja. So. Deine Platte ist ein bisschen verbogen, die packen wir mal außerhalb hin. Gut. So. Naja, sieht nicht ganz nach Viereck aus, aber fehlt eine Ecke. Aber ist erstmal ja. Hauptsache, wir haben erstmal ein Viereck. Ja. So. Also, ihr seht die Plattform jetzt nicht. Aber die werde ich gleich zeigen, was ich meine mit Lego-Plattform. Wenn ich jetzt gleich meine Kamera wieder dahin hin, kann ich reden? Hinzeigen, tu. Ja, hinzeigen, Spider-Kill, tolles Wort. Ich weiß, ein schönes Wort. Ja, so sieht's aus. Augenblick. So. Moment, kurz mal einen, ganz kurz mal einen Cut. So, nur als Information, das ist meine grundlegende Plattform. Ja, die eine Platte ist ein bisschen verbogen, aber okay. Wir sollen dann mit dem Bauen sofort loslegen und sollen erstmal eine grundlegende Mauer hochziehen. Gibt's nur noch irgendwas groß zu zeigen? Eigentlich nicht. Gut. Nur als Hinweis, ich verschiebe jetzt die Kameraperspektive, also nicht wundern. Ja, dass ihr nämlich die Plattform miterleben könnt. Also bis gleich. So, hier bin ich wieder mit der Lego-Plattform. In Ansichtsperspektive. Ja, ihr erwähnt meinen Namen immer 100.000 Male, so wie im Let's Play. Aber okay. So, ich bin jetzt hier hinten. Ich muss mir auch erstmal Platz verschaffen.
Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich das Lego jetzt nach hinten verschoben habe. Und dann beginnen wir nachher mit der allerersten Wand. Gut. Natürlich kann man jetzt einfach so wie ich denke drauf losbauen, aber wir sollen es ja professionell haben. Und die Platte ist schon wieder vollkommen verirrt. Also einfach das Stück kann da hinten hin. Einfach jetzt schon mal das Lego ein bisschen nach. Dass wir nichts kaputt trampeln, schieben wir das mal komplett nach hinten. Dass ich hier meinen berühmten Platz habe zum Lego bauen. Genau, Leute, so sieht es bei der Kids Lego Tür zur Kategorie aus. So. Oh, warte mal, sind das. Nee. Das sind die beiden, die ich schon hatte. So. Muss ich erstmal ein bisschen graben, graben, graben und noch mehr graben, graben. Spider-Kill-Gegrabe. Nein, ich tue keinen Angraben, keine Sorge. So, und wie wollen wir mit weißen oder gelben Wänden beginnen? Weil ich ja größtenteils weiße Wände habe, beginnen wir durch mit den weißen Wänden. Also nur als Info. So, dass wir wissen, was das für eine grundlegende Plattformkategorie haben, würde ich empfehlen, sammelt erstmal ein paar weiße Steine raus. Ja. Einfach nur raussammeln. Man könnte jetzt natürlich so wie so ein Feuerhund bauen und könnte sagen so, ich bin nicht, ich bin Psycho-Bob, ich bin Störungsfreund und baue halt mein schönes Haus. Ich könnte ja, also so könnte jedes Kleinkind bauen, ist ja klar. Aber wir wollen es natürlich professionell machen. Deshalb bauen wir nicht so wie so ein Blödian drauf los und fangen an, jetzt die erste Platte abzumessen. Und ich glaube, weil das die häufigste Kategorie hier ist, nehmen wir auch die jetzt Hauptabmessung, diese hier. Und fangen jetzt an. Am besten man baut ein grundlegendes Stück auf zwei von Platten, hat man schon mal einen festen Halt. Und dann legen wir jetzt los. Also ich lege meinen Grundstein hier. Ist egal, wie viele Steinarten oder wie viele Maßeinheiten jetzt für die Hauptplatten nutzt, also für die unteren. Hauptsache, das mit den Stockwerken klappt nachher überein. So, und dann machen wir das folgendermaßen. Wir messen jetzt erstmal ab. Aber wir messen am besten so ab, dann kann man gleich eine Ecke noch mit reinzimmern. Das heißt, wir legen jetzt erstmal eine Wand fest. Ja, so sieht das gut aus. Ja, so gefällt das mir, okay. Ja, sieht wirklich witzig aus. Ja, und der kann immer nur noch rumblubbern, wie sonst immer auch nicht wahr, liebe Leute? Ja. Ah, ich bin der Stier, wie ich darf, so weit wisst ihr, ich bin das in Feuerung. Ja. Also noch ein paar weiße Steine. Könnten zum Beispiel jetzt hier in der Tür reinzimmern. Wow, du willst eine Tür reinbauen? Natürlich. Natürlich! Dass du vor Tür aufbrenne. Dann bauen wir mal eine natürliche Tür rein. Jung. Tada! Natürliche Tür. Ja, natürlich, Spider-Kill, natürlich, ey. So. Und jetzt bauen wir nicht so wie bei Minecraft, sondern nicht, also bauen jetzt nicht so hoch hier, sondern wir bauen das andersartig. Wir bauen das jetzt nämlich auf diese Maßstäbe und searchen uns erstmal Steine, die so ähnlich sind. Weil die so gleich aussehen. Und dazu müssen wir noch ein bisschen an alte Mauern zerpflücken, liebe Leute.
Ja, hier habt ihr noch ein paar Legosteine. Könnt ihr euch ein bisschen ansehen. Gut. Ups. Falls ihr auch gerne mitbauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Falls ihr Spider-Kevin seine Kinderarbeit hier abonnieren wollt, könnt ihr das auch gerne tun. So, mal sehen. Wir zimmern uns erstmal ein paar Steine hier raus. Manche fliegen schon wieder feige weg. Die sagen, die würden Spider-Kevin nicht mal im Anblick miterleben. Ja, Lego sind wie Minecraft-Blöcke. Da gibt es auch kein Eisenerz. Man könnte sich Eisenerz zusammenzimmern aus kleinen Lego-Steinen, aber es gibt schon Lego Minecraft. Das brauche ich nicht extra nachdeuten. Und jetzt bauen wir einfach wie ein kleines Kindchen alles nach oben. Ja, fein! Spider-King kann Lego bauen. Wow! Der Typ ist ja so beschissen hardcore. Ja. Aber natürlich bin ich beschissen hardcore, Leute. So, ich suche mal so ein paar interessanten Fenstern um. Mal sehen. Ich würde gerne erstmal die Standards. Ich glaube, hiervon habe ich auch zwei verschiedene Arten. Dann nehme ich die mit den goldenen o unten und mit den hölzernen nehmen wir mal unten. Dann brauche ich jetzt, ich habe von den drei Stück, also von jeder Farbe einmal. Später habe ich von die sieben insgesamt. Aber es ist erstmal nicht so Thematik. Wie machen wir es jetzt? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß. Ah, hier haben wir schon mal das zweite. Wo ist das dritte? Gute Frage. Wo ist das dritte Fenster? Wir brauchen ja den mit dem braunen. Warte, hier ist ein Radiergummi. Ein zweiter. Spider-Kesutra-Dir-Gummis aus dem Lego raus. Ist das ein Noob, Alter? Ja, so sieht's hier aus, liebe Zuschauer. Ich muss erstmal jetzt auf Windows searchen, das heißt Fenster suchen. Im Searching meiner Windows. Ah, hier haben wir schon mal das zweite. Wow, du bist hardcore. Und das dritte klappt. Der perfekt, Leute. Hab die drei Fenster zusammengesucht. So. Das dritte müssen wir noch Platz engagieren. Wir wollen erstmal die Standardmaße erstmal nach oben bauen. So. Als nächstes brauchen wir natürlich mehr Legos. Viel mehr. Suchti. Es ist bei der Kiste Lego-süchtig. Oh nein, da gleich wieder einweisen. Ja, mit Lego konnte mir ja nichts an der Herze Typen, Alter. Mit Lego kann man Kinder einweisen. Das wäre wohl der größte Witz. Das wäre ja der größte Witz zum Loslachen, Alter. Lache ich auch mit dir. Da haben wir alle gelacht, Leute, nicht wahr? Manchmal wahrscheinlich nur sarkastisch gelacht, aber okay. Auch sarkastisch lachen ist ein richtiges Lachen, liebe Leute. Auch wenn das nicht jetzt richtig gemeint worden ist. Nicht wahr? Auch ein sarkastisches Lachen. Ich muss da kurz an der Tür rangehen. Bis gleich. So, liebe Leute, es geht weiter. Lego Boy Action mit Sergeant Spider-Key. Ja, mein Besuch hat ein bisschen länger gedauert, also nicht wundern. Gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Nö, Schenken. Ja, bei Nö, Schenken waren wir nicht stehen geblieben. Wir wollen ja das Haus vergrößern, oder? Wir wollen uns am ersten Anfang, am Ende des Parts, zeige ich euch dann, wie das aussieht. Also das erst gebaute Dingsbums. Was heißt Lego Spider-Kill? Hast du noch nicht begriffen oder was? Nein, nicht so richtig. Tja.
Mehr kann ich halt schon auch nicht sagen, liebe Zuschauer. Hm. Kann ich dir wieder zu sagen, Stiri. Jetzt fragen sich bestimmt wieder einige, was hätten der mit seinem Stiri, Alter? Was denn? Stiri ist ein Name. Stiri ist ein Name. Aber gewiss doch, Spider-Kill, aber gewiss doch. Tja, ich bin eigentlich nie auf den Punkt gekommen, was Stiri eigentlich richtig heißt, aber das ist ja so gesagt ein Nebenthema. Was Stiri sich so richtig aneignen tut, falls ihr es wissen wollt. Ich kann es euch nicht mehr sagen, ich hab's vergessen. Ups. Upsi, ich hab vergessen, was Stiri heißt. Nein, eigentlich nicht, es ist eigentlich bloß. Na gut, mein nächsten Vater, kann mir nicht dran denken, tu, was eigentlich Stiri wirklich heißen tut. Ja. Aber wir wollen ja nicht über Stiri reden. Wir wollen ja Lego bauen, nicht wahr? Gut. Dann werde ich mal vorne auch ein Fensterchen reinbauen. Ja, Mensch, ein rotes Fenster. Und ja. Jetzt brauchen wir wieder andere Formate von Lego-Steinen. Wir müssen auch eine Menge Lego hier haben. Sind ja nicht gerade arm mit Lego. Oder doch, oder nein, oder doch, oder nein, oder doch, oder nein, oder nein, oder doch. Nein, eigentlich nicht. Generell gesagt, never. So sieht's aus, liebe Leute. So, dann haben wir ja schon mal etwas geschafft. Aber nur etwas hier, nur etwas hier. Spider-Kill muss sich dafür rumalbern. Na was denn? Ohne albern wäre das doch kein Spider-Kill, wäre das doch kein Spider-Kill-Video, Leute. Also ein bisschen albern muss doch sein. Ja. Hm. Wenn ich mal das hier. Einen ganz kurzen Augenblick. Überlege ich gerade, wie ich da. Warte mal. Ich würde hier gern so eine Ecke reinzimmern, ja. Dann zimmern wir uns mal eine Ecke rein. Habe ich noch einen auf dem Arsch von Stein? Warte mal. Augenblickchen. Hm. Ah, hier ist eine Platte. Finde ich die anderen beiden auch noch. Hab ich hier irgendwo noch gesehen. Ich wusste nämlich, dass wir noch eine davon. Ah, hier. Leute, ich habe meine drei Standardplatten gefunden. Tada! Noch ein Blick. Tada! Ja. Aber die brauche ich ja nachher auch noch. Was heißt denn noch her? Ja. Wenn ich das jetzt so einfach erklären könnte, dann wäre ich wirklich um einiges schlauer, liebe Zuschauer. Ups, als ob ich so schlau bin. Das wäre der Kiesel an Feuerung. Warum nennt sie mal Spider-Kiesel? Hast du den richtigen Namen? Nö. Also, YouTube, also nicht in YouTube. Also nicht in YouTube. Liebe Leute, da habe ich keinen richtigen Namen. So. Wow, er hat ein Wandstück kreiert. Das ist ja echt erfolgreich. Mhm. Wow, soll mir jetzt der Katze klatschen, Leute? Nein, ist er nicht. Doch, warte mal. Danke, 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 danke. So ist ein Spider-Kill, Leute. So ist ein echter Spider-Kill.
Oh nee, ich hab so eine weg, Mensch. So. Dann bauen wir mal weiter in der Weltgeschichte. Wie gesagt, ein Part dauert immer 20 Minuten bei mir. Also nicht wundern. So um die 20 Minuten. So. Wir wollen natürlich eine volle Wandlandschaft haben. Natürlich bin ich nicht gerade ein Speedbau-Typ, der eben so schnell baut, der eben alles so schnell schaffen kann. Es soll ja auch ein bisschen lamer-mäßig aussehen. Lame, Spider-Kissen, lamer, war schon immer. Ja. Ob ich jetzt gerade zum Oberlamer werde, müsst ihr entscheiden. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ist ja auch gerade mal erstmal ein paar zweites Lego. Das Lego bauen. Lego Dingsbums hier. Vorstellung. Ja. Ich glaube, ich muss noch. Ich wollte erstmal den ersten Abschnitt so bauen. Natürlich baut man dann manchmal wieder andere Farben. Da würde ich empfehlen, macht einen immer, man muss ja nicht so ziegeln, so wie bei, ja doch, ein bisschen, ein bisschen. Was heißt denn der schon wieder? Wenn ich das wüsste. Ja. Ich will jetzt einfach nur mal das korrekt abmessen. Und es klappt. Perfekt. Wow, Spider-Kill. Wow, bist so ein Noob, Alter. Oder klappt das nicht? Naja, es klappt doch. Wow, der Baby kriegt was hin. OMG, hatte ich immer reden tun. OMS, das heißt Oh My Stewie. Eigentlich könnte ich die Platten hier auch so legen. Denn. Warte mal. Haben wir da einen Fail begangen? Ein Fail? Die Platte ragt um 2 heraus. Das heißt, ich muss die in der Wand nochmal schnell abfriemeln. Das heißt, wir müssen auch noch kurz Korrektur machen. Ist nämlich um einen zu kurz. Moment. Machen wir jetzt mal den hier hin. Na komm. Gut. Und bauen das einfach so jetzt aus. Schadet ja nicht. Doch, schadet sowas von, Spider-Kill. Sowas von. Ich muss trotzdem immer meine schlechten Witze reißen, ich weiß. Aber so ist ja typisch SGT. So ist ja das Kind, Alter. Und wir werden immer im ersten Part denn gesearcht und 2 Wände gebaut. Wow, du bist so hardcore, Bangel, bist du hardcore. Ja, das bin ich auch. War ich schon immer. War ich wirklich schon immer. Ja. Das war ich schon immer. Und auch nicht. Oh, meine Fresse, aber dicke Reden tue ich. Kann ich die bestimmt Kinder mit anhören, nicht wahr? Nein. Nur so halbwegs. Mit etlichen Dislikes wieder, nicht wahr, liebe Zuschauer? Etlichen SGT-Dislikes? Ja. So. Wow, wir haben eine Wand geschafft. Wir sind hier so hardcore. So, das ist mein erster, so gesagt, gleich mein erster Gang. Der natürlich die Wand noch gerne vollständig haben.
Weil die längeren kann man nachher für was anderes nutzen. Die längeren Lego-Teile. Aber das ist nachher alles in den anderen Parts nachher vorzuzeigen. So. Dann brauche ich noch immer noch. Die immer lacht, brauche ich jetzt nicht. Warum denn nicht, du Noob, Alter? Warum denn nicht? Warum nicht? Ja. Warte mal. Nehme mich mal kurz hier raus. Und tausche den mal kurz aus. Das ist nämlich das Wetterke Alltagsgraus. Und kein Gaumenschmaus. Gut. Dann könnte ich nämlich hier so. Hier baue ich auch meine Tür rein. So. Ja. Jetzt muss ich erstmal umschauen, ob ich noch was finde hier. Augenblick. Das tägliche Wühlen ist ja auch so eine Alternativität von Lego bauen. Was soll denn das jetzt wieder heißen, Alter? Also eine Alternitätssendestufe, ey. Ja. Tja, Spider-Kid redet gerne, was Spider-Kid gerne reden möchte. Das war ein dummer Vergleich. Spider-Kid, das war ein sehr bescheuerter Vergleich, ja. Aber so weit von. So. Jetzt zimmern wir den hier drüber. Die Tür lassen wir noch offen stehen. Da reden wir nochmal ab. Man muss ja nicht genauso wie Ziegel, aber manchmal kann man sich ein paar Fails auch erlauben. Das zeige ich euch aber gleich. Ich will erstmal einfach so meine erste Wand gezimmert haben. Ja. Sondern die, okay, eigentlich sind Häuser meist immer nur gleichfarbig, aber wie gesagt, bei Skitty Spider-Kick ist manchmal auch abartige Ausnahmen, nicht wahr? Ja. Es gibt manchmal auch immer abartige Ausnahmen. Nur hier bei S-Gesaschen Spider-Kick. So. Sehr schön. Dann müssen wir noch die Innerei noch korrigieren. Wir sind schon über 20 Minuten, also das ist mir jetzt eigentlich relativ bla egal. Ich mache jetzt so lange, bis die Kamera abstürzt oder die Kamera mich keinen Bock mehr mir nach Fresse zu zeigen. Nicht wahr, liebe Leute? Nicht wahr, immer den gleichen Spruch, Spider-Kick, als ihr Sonderes ausdenken? Nein. Leider nicht. Passt nicht zu meiner Altersregulation. Oh nee, das Fresse hätte ich reden, tu ey. Das ist halt immer so ein peinliches Kind, Alter. Jetzt baust du schon wie ein Kind und redest wie ein Kind, nicht wahr? Oh ja, bist du so hart für, Alter. Bist du so der Abosammler? Naja, Abosammler. Sind mir jetzt auch sparsam an Abos, aber okay. Sparsam ist auch eine gute Taktik. Eine gute Tick-Tack. Taktik, Tick-Tack. Wow, er kann rückwärts buchstabieren. Das konnte ja Spider-Kid noch gar nicht. Konnte ich noch gar nicht, natürlich nicht. Oder konnte ich das doch schon, liebe Zuschauer? Naja, so halbwegs. So. Sag mal, den kann man austauschen. Gut. So, Leute. Meine ersten Wände stehen. Schön. Wir sehen uns gleich zur ersten Endauswertung. Bis gleich.
So, dann wollen wir mal gucken, was Spider-Käse sich so aneignet hat. Also das ist meine erste Wand, die ich so gesagt jetzt in 20 Minuten erbaut habe. Wow, Bengel, bist du schnell, jetzt nicht schneller, Mensch. Bei Minecraft geht's auch immer schneller. Tja, leider kein Minecraft, sorry. Also, wie es weitergeht, erfahren wir dann. Erfahren wir dann im Next Part. Also schaltet wieder ein, wenn ihr Bock dazu habt. Bis dann!